Herzlich willkommen zum Einrichtungsvideo Ihres IFAD-Hygiene-Towers. Wie Sie sehen können, bestehen die beigelegten Materialien aus einer kleinen Box mit Fernbedienung, Schlüsseln etc., einer Kurzanleitung, einem Trichter zum Einfüllen des Desinfektionsmittels sowie zwei Stickern. Für die nächsten Schritte werden wir vor allem einen Schlüssel und die Fernbedienung brauchen. Setzen Sie also jetzt die beigelegten Batterien ein. Die Auffangschale können Sie einfach, wie hier zu sehen ist, einbauen. Stecken Sie also nun Ihren IFAD-Hygiene-Tower in die Steckdose ein. Wie Sie sehen können, wird im oberen Teil des Bildschirms die Raumluftqualität angezeigt, während Sie im unteren Bildschirm ausgewählte Inhalte darstellen können. Diese können Sie ganz einfach mit Hilfe eines USB-Sticks einspielen. Anhand des roten Lichts sehen wir, dass das Desinfektionsmittel nachgefüllt werden muss. Dafür muss zunächst die Türe geöffnet werden. Stecken Sie also Ihren IFAD-Hygiene-Tower wieder aus und öffnen Sie, wie hier zu sehen ist, die Türe mit Hilfe des beigelegten Schlüssels. Laden Sie einfach alle gewünschten Daten auf einen Stick und stecken Sie ihn in einen der freien USB-Ports. Um den Desinfektionsspender optimal nutzen zu können, können Sie, wie hier zu sehen ist, zwischen vier verschiedenen Mengen wählen und die perfekte Dosis für Ihr Desinfektionsmittel einstellen. Um Desinfektionsmittel nachzufüllen, empfehlen wir das Verwenden eines Trichters, um zu vermeiden, dass Desinfektionsmittel mit der Elektrik in Kontakt kommt. Bauen Sie also den Trichter zusammen und befüllen Sie den Behälter. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern. Sobald der Füllstand unter 1 Liter fällt, wechselt das LED-Licht automatisch von grün zu rot. Nun schließen Sie wieder die Türe. Stecken den Hygienetower ein und warten, bis dieser vollständig hochgefahren ist. Jetzt wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Daten vom Stick auf das Gerät übertragen können. Nun werden die auf dem Stick befindenden Videos automatisch mit abgespielt. Die Demo-Videos, die zu Beginn auf dem Gerät sind, können Sie löschen, indem Sie in der Videoauswahl das zu löschende Video gedrückt halten. Wählen Sie also den Stick auf der Statusleiste aus. Halten Sie nun die Videos gedrückt, um sie auszuwählen und kopieren Sie diese in den Download-Ordner. Nun kann der Stick beim nächsten Mal öffnen entfernt werden. Im oberen Teil des Bildschirms wird die Raumluftqualität auf verschiedene Parameter geprüft. Hier können Sie einerseits die Luftqualität überprüfen, mit einer direkten Aussage über hervorragende Luft oder eine empfohlene Lüftung und so weiter. Weiter unten sehen Sie den CO2-Wert, den VOC-Anteil, die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit. Oben können Sie noch Symbole für die Abstandsregel und die Maskenpflicht einblenden lassen. Auf der anderen Seite wird die Filterqualität angezeigt, mit UVC-Strahlung, Verweildauer, Betrieb und Leistung. Falls sich eines der Werte nicht im Optimalbereich befinden sollte, wird dies durch ein kleines blaues Auflegen des Kästchens dargestellt. Über die linke Seite kommen Sie auf das Feld Arbeitszeiten. Hier können Sie Arbeitszeiten wie gewünscht einstellen. Sie bestätigen diese, indem Sie auf Los drücken, nachdem Sie die Zahl eingegeben haben. Zum Beispiel hier 8 Uhr. Im Bereich für Kunden und Service sehen Sie auf der rechten Seite eine Anleitung, welche beschreibt, welches Symbol welche Bedeutung hat. Daneben können Sie die Symbole Maske und Abstand ein- und ausblenden, indem Sie die Zahl von 1 zu 0 wechseln. Des Weiteren sehen Sie hier die Nachlaufzeit, die Lampenleistung sowie die Grenzwerte, die Sie per Hand auch noch selbst nachverändern können. Um auf Ihren Homebildschirm zu kommen, verwenden Sie die Fernbedienung und drücken dort die Exit-Taste. Dort können Sie nun eine neue App starten, welche dann wieder im Splitscreen angezeigt wird.
Falls ein Fehler auftreten sollte, könnten Sie jederzeit wieder über die Exit-Taste zurück zum Home-Menü kommen und dort über Reset Neustart den Startzustand wiederherstellen.